So, Hallöchen Leute und willkommen zurück zum Trash Play. Ja, im letzten Part habe ich ja die ganze Zeit davon geredet, dass ich dieses Projekt beenden möchte, dass ich es irgendwie zu Ende bringen möchte, aber die Entscheidung ist nun gefallen, ich werde es weiterführen, denn der letzte Part war dafür einfach zu geil, als dass man hätte dieses Projekt einfach so hinschmeißen können. Ja, jetzt wollte ich mir gerne noch mal ein bisschen dunkles Holz hier holen, also so rohes das Haus, um das ein bisschen auszubessern. Und ja, was mein Mikro angeht, das lag tatsächlich nicht mal an mir, das liegt irgendwie an Camtasia, denn es ist so, dass Camtasia einfach manchmal spontan entscheidet, so für ein paar Sekunden, Millisekunden, keine Ahnung, auf mein Laptop-Mikrofon umzuschalten. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde mich in den Ferien, die ich ja in 2 Tagen habe, also ab Mittwoch, heute ist Sonntag, also in 3 Tagen eigentlich eher, da werde ich mich mal genau mit dem Problem auseinandersetzen. Aber, ja. Ansonsten, hatte ich gerade nochmal spontan Lust auf eine kleine Aufnahme. Ich werde noch 9 Folgen zustande bekommen in diesem Jahr. Da muss ich mich ja mal ein bisschen ins Zeug legen, wa? Ja. Und vielleicht überlege ich mir für dieses Season-Finale auch mal was Geiles. Ja. Jetzt hole ich mir jetzt gerade nochmal ein bisschen Holzvorrat. Ich wollte auch nochmal meine Brücke ein wenig verbessern. Ja. Und ich denke nicht, dass dieser Part jetzt nochmal so ein 40-Minuten-Part wird, denn der hat gestern 6 Stunden zum Hochladen gebraucht. Das war ein bisschen heftig. Sonst bin ich immer so Upload-Zeiten von, ich sag mal, 3 Stunden gewöhnt, aber 6 Stunden fand ich dann doch schon ein bisschen krass. Naja, ansonsten, ich überlege jetzt, ob ich dieses Jahr vielleicht aufnehme oder nicht. Ich denke eher nicht. Ich denke, dieses Jahr will ich mich erstmal nur auf das Trashplay konzentrieren und halt auch zu mal ein paar LOL-Videos. Da habe ich ja heute auch erstmal wieder eins fertig geschnitten, und zwar Praise the Sun. Womit ich sogar sehr zufrieden bin, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich nehme mir doch gerne mal viel Zeit für Praise the Sun. Habe ich jetzt, glaube ich, sogar über eine Woche oder innerhalb einer Woche so zusammengewurschtelt. Die hauen wir auch raus. So, hier war. Jo, das ist geil. Das ist geil. Tatsächlich, damit mir nicht mehr so ein Malheur wie in der Nacht passiert, will ich doch mal ein bisschen was hier lassen, würde ich meinen. Zum Beispiel das Eisen, das. Irgendwelches unnötiges Zeug, was ich gerade nicht brauche. Kabel kann man immer gebrauchen. Ne, den Eimer wollte ich noch, weil ich da gerade so eine Idee hatte, so spontan. Jo, ach, den Pfeil kann ich noch hierher schmeißen. Nein, so, das Leder auch noch, so. Ach, Wolle, warum nicht bei mir behalten, ne? Bisschen Schafe ärgern, mit Wolle verprügeln, wisst ihr ja, wie das ist. Diese Schulhof-Raudis sind ja immer so, nehmen sich immer so einen Block Wolle und verprügeln damit die armen Schafe. So ist das. So ist das in der Welt. Das hätte ich mir jetzt besser überlegen können, denn ich wollte mir nochmal eine Schaufel machen. Mach ich mir gleich eine Eisenschaufel? Ach, was soll der Geiz, wa? Ich hab's ja hier. So, 1, 2, 3, Zauberei und nach oben. Wie man es vielleicht heute hört, bin ich noch verschnupfter als gestern. Das liegt daran, dass ich tatsächlich verschnupfter als gestern bin. Es ist ja immer so, da wird man gern mal noch ein Stück kränker, wa? Ich wurde in LOL angeschrieben. Aber das interessiert mich gerade herzlich wenig. So, und zwar, habe ich mir so Folgendes gedacht. Ich mache mir hier so ein kleines Flüsslein. Aber warum? Ich weiß es nicht.
Ja, warum eigentlich? Ach, keine Ahnung. Ist das Trashplay? Was? Da frage ich ja eigentlich. Ja, Season 1 da lang. Genau. Oder hier so ein kleines Ding, was hier runterfließt. So, ganz krass. Oder Moment. Mein Feuerzeug wird jetzt komplett weg sein, wa? Ja, naja, so ist es eben. Eigentlich wollte ich mir vor meinem Haus noch so einen Fluss bauen, aber ich sehe hier so viel Wasser außen rum, da brauche ich das eigentlich gar nicht zu tun. Ich sollte mich lieber wieder mein Haus verziehen und schlafen gehen, bevor hier wieder sowas Übles passiert. Ich sehe schon wieder die kleinen Stänkerfritzen da hinten. Ja, ich habe euch schon gesehen, keine Sorge, ihr müsst nicht auf euch aufmerksam machen. Ich bin schon weg. Ich weiß, es ist euer Hof. Ich weiß, es steht drauf, so Schafe mit Wolle zu verprügeln. Das ist auch ganz normal. Ah, und dann brennt die halt mal ab und zu so ein bisschen. Kann man mal machen, ne? Ey! Du bist ja von einem Steckerfritzen hier. Ich musste gerade so ein bisschen an das Party-Skelett aus dem Beta-LP des Ninko denken. Moment. Habe ich meine ganze Kohle verloren oder hatte ich die Kohle nur in meinem Haus? Wenn nicht, ich habe ja in der letzten Folge Kohle gesehen. Ne, hier ist die Kohle tatsächlich noch. Dann gehe ich mal kurz ein bisschen paar Tiere umlegen, damit ich ein bisschen hier Chicken-Fleisch habe, nicht wahr? So. Natürlich die Tiere in meinem tierischen Tower werde ich natürlich nicht umhauen, das wäre kannibalisch. Aber dort hinten, diese Kuh lächelt mich schon so an. Der Creeper nicht, aber die Kuh. Die Kuh ist mein Ziel jetzt. Du! Ich hatte jetzt schon wieder so übelst die Paranoia, weil mein Haus ja in der letzten Folge so etwas ungünstig zerstört wurde. Oh, nice! Oh, nice! Ja, kann man mal machen. Ach, das gehe ich jetzt einfach mal kochen. Mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Na gut, doch, das Skelett will ich schon noch umhauen irgendwie, ich weiß nicht. Seit der letzten Folge habe ich sowas gegen die Dinger. Ja? Na? Ey! Ihr will mich doch verarschen, ihr Alter. So, dann. Ach, ich wollte mir noch ein bisschen Glas holen für den tierischen Tower. Den kann ich auch eigentlich noch richtig krass machen. Aber jetzt kann ich ja wieder anfangen, Pläne zu machen, ne? Jetzt, wo ich ja offiziell sage, dass das Trashplay weitergeht. Ich überlege, wollte ich noch irgendwas? Alles eigentlich da. Ich habe das, habt ihr jetzt geachtet, was ihr erst in die Kiste reingeschmissen habt? Habe ich nichts gemacht, oder? Oh. Nee, nichts. Gut. Ja. Buddel ich mich bald mal runter in eine Mine oder so. So ganz lustig, lustig, tralalalala. Bald ist der Nikolaus mit seiner Route da und da ein wenig verprügeln. Ja, die Unart ist da ja, wie das läuft, in der Kluft. Joa. Nom nom nom, war lecker. Ach, stimmt, dieser Erfahrungspunkt, das ist echt so eine Sache. Was ich halt überlegt habe, weil der Nico es auch angesprochen hat und sowas, hatte ich auch im Hinterkopf, ob ich als Weihnachtsspecial sozusagen eine 1-Stunden-Trash-Play-Folge mache. Aber ich habe ja wie vorhin schon erwähnt, dass es scheiße lange hochladen würde, weil wenn 40 Minuten 6 Stunden hochladen, ja, dann wird eine Stunde noch ein bisschen länger hochladen. Und ganz ehrlich, darauf habe ich eigentlich keine Lust. Ich muss halt so kacke in der Quali runter, dass es halt einfach geladen ist. Ich habe jetzt eine höhere hier Chance. Sonst keine Ahnung, wie man das nicht eingestellt habe, kann man von hier unten sogar schon den Tower sehen. Finde ich sehr geil. Auf den gehe ich jetzt auch gleich nochmal hoch. Warum? Keine Ahnung. Ich habe da jetzt mal Lust zu. War ich da nicht letzte Folge auch schon? Ich kann mich erinnern, ich bin hier hochgegangen, aber dann waren da zwei... Moment, was ist das? Das war nicht ganz der richtige Weg. Hier ist der richtige Weg. Ich könnte mir mal wieder ein paar Fackeln machen, wa? Kann man ja immer mal gebrauchen, habe ich so gehört.
Schön. Dup, dup, dup. Warum? Ich weiß das alles gar nicht mehr. Warum hier ein Kackstelzen steht? Was? Der sollte mich einfach nur noch. Das ist nicht kack. Ja, Palamecia, der. Der Tower hier. Ach, ich wollte die Brücke, wollte ich nur ein bisschen schöner gestalten, aber von hier aus gucken, ob ich mir hier irgendwas Krasses bauen kann, von hier aus, was mich... Also ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Winterbio habe. damit ich da richtig krass das Weihnachtsspecial machen kann, aber scheint ja aktuell nicht so zu sein. Schade. Schade. Ne? Schade. Finde ich schade. Aber naja, das, da muss man halt mit leben. Auch als Mafia-Boss, wa, Kevin? So ist das eben. Ist schon wieder... Ich muss mich gerade die ganze Zeit, aber es liegt wahrscheinlich daran, weil es immer so Jahresende ist, da muss ich mich ständig an solche Dinge erinnern. An die 28. Minecraft-Folge von ihm. Wo ich einfach mal, wo er ganz random auf Aufnahme gedrückt hat, als wir einfach mal mitten es waren, einfach mal so gequatscht haben. Ja. Da die Folge ist ja auch Mafia-Boss, wa? War eine schnieke Folge, mir hat Spaß gemacht. Auch wenn ich zuerst dachte, er verarscht mich. Gleich. Das ist einfach nur nochmal der Ordentlichkeit halber. Hauen wir diesen Stein jetzt kaputt. Auch wenn es mit der bloßen Hand ist, ja. Es geht ums Prinzip. Und das müssen wir halt auch den Stein klar machen. So. Ach, jetzt habe ich auch keinen Stein bekommen, wa? Ach, fuck. Ich habe jetzt schon genügend Steine. Ich hatte ja noch was. Die meisten fragen sich jetzt, was sollte das? Ganz einfach. Ich habe doch gerade erwähnt, dass ich meine Brücke ein bisschen schöner machen will. Ja. Und das will ich jetzt auch tun. Nämlich mache ich folgendes. So. So. 42. Die Antwort auf alles, wisst ihr ja. Ist halt so. Ist halt krass. Upsala. Nein. Ich guck mal erstmal, ob. Na, obwohl die 11 kann ich nochmal schnell fahren. Nicht die 64, die. Ja. Meine Maus ist mal wieder heute erste Sahne. Finde ich super. Die ist heute richtig lustig drauf, wieder mal. Kann ich nur unterstützen, oder was? Ja, gut, dann. Auf Wunsch einer gewissen Maus. Ich jetzt halt nur 54, wa? Aber blubbert da vor sich. Schon krass. Ist auch so ungewohnt, Minecraft einfach so flüssig zu spielen. Und dann auch flüssig zu haben. Aber wenigstens macht das Mikrofon, beziehungsweise dementsprechend ja auch Camtasia, weil Camtasia ja teilweise dafür verantwortlich ist, dass mein Mikrofon so rumspackt. Gibt es ja noch einen gewissen Trash-Content. Ja? Das ist halt. Muss ja aufpassen, dass jedem Minecraft-Part wenig Fortschritt wie möglich drin ist. Heißt, ich muss sinnlos einfach irgendwelchen Sachen laufen, mich immer wieder umentscheiden, was ich tue. Das ist auch gar nicht unbeabsichtigt. Nein, das habe ich alles im Vornherein so geplant. Genau. Siehst du, die stimmt mir zu. Ich müsste der Kuh noch einen Namen geben, aber. So. Nein. Moment, wo ist das Schaf? Ah. Ui, fast. Ah. Die finden die Ecke hier total geil, wa? Die wollen dann das Gras, wa? Willst du dann das Gras? Willst du dann das Weed? Tja. Was will ich denn jetzt? Ich habe kein Holz. Doch, ich habe noch Holz. Hahaha, ich kleiner Fuchs.
Pinei. Oh. Mach ich mir gleich mal zwei Stück, wa? Ey! Na, wo erstmal eine. Gib her. Gib her. Gif. So. Aber der Part wird auch gleich zu Ende sein. Ui, fast. Nice. Ich will jetzt nur noch schnell das hier machen und dann, denke ich, ist es auch schon wieder an der Zeit. An der Zeit, das Ganze hier zu beenden. Nice. Eigentlich nochmal so eine Runde Beta-LP vom Ninko wäre eigentlich mal wieder was. Ich meine, das Problem ist, am geilsten wirkt es natürlich in der Weihnachtszeit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe total die Daten vergessen. Ich, dass heute, also schon der 20. ist und 4 Tage schon Weihnachten, das kommt mir gar nicht so vor, weil ich bin so noch weniger in Weihnachtsstimmung als sonst die letzten Jahre. Da fängt es wenigstens irgendwann noch Mitte Dezember bei mir an, aber dieses Jahr ist ja gar nicht. Ich habe sogar total verpennt, dass ich gestern vor 3 Jahren mein Kirby und das magische Garn LP fertiggestellt habe. Am 19.12. Das war echt ein krasser Moment für mich, muss ich schon mal so sagen, weil das war das erste richtig krasse Projekt, was ich fertiggebracht habe. Da war ich auch schon stolz und bin ich irgendwo immer noch drauf stolz, dass ich das zu Ende gebracht habe und dann auch endlich mal fertig hochgeladen habe nach einer gewissen Zeitspanne. Warum ich jetzt hier in der Nacht wieder am Werkeln bin, ja, wie ist denn jetzt ohne euch zu verfolgen? Ja, also, ich könnte jetzt ja eine weitere Antwort drauf geben, aber ich denke, das würde manche nur verwirren. Deswegen belasse ich es bei meiner Aussage. Keine Ahnung, nein. Bin gerade einfach zu faul, ins Bett zu gehen. So. Da bin ich fast runtergestürzt, ne? Das ist schon gefährlich. Aber wir unterschätzen die Arbeit hier. Aber ich bin unbedingt in ein Wintergebiet, weil ich weiß nicht. Das fehlt noch so in dem Trash-Play. So. Ich meine, ich mach's ja schon nur im Winter, ne? Und dann fehlt noch die Windrigkeit. Naja, fast, ne? Ich hab mich gerade erschrocken, Alter. Da habe ich gerade richtig den starren Blick auf dieses Zombie-Baby geworfen. Wie sind denn die Dinger, Alter? Das klingt Kackviecher. Nee, das akzeptiere ich jetzt nicht, du Scheißteil. Genau, Fall! In die Tiefen. Kleines Kackteil. Na, die Frage ist jetzt, wie mache ich das, ne? Warum baue ich eigentlich in der Nacht... Ach so, das haben wir gerade geklärt. Meine Antwort darauf würde nur manche Leute verwirren, wahrscheinlich sogar mich selbst. Also, letzten Endes... Ach, keine Ahnung, ich sollte Part lieber beenden. Joa. Eigentlich müsste ich mir auch noch so einen Untergrundtunnel bauen zu meinem... Eigentlich wäre es richtig krass, wenn ich von diesem Turm aus... anderen Haus im Season 1 Gebiet noch bauen würde, aber ich glaube, das würde den Bogen etwas überspannen. Apropos Bogen überspannen, ich glaube, da vorne wartet gleich wieder ein Skelett auf mich hier. Nein? Nur der nette Zombie, Herr? Nein? Okay. Ich würde mich gerade wie ein Penumbra so um die Ecke lehnen, so, aber es geht ja hier nicht. Ja, hau mal ab hier. So. Dann würde ich sagen, war es das mit diesem Part vom Trashplay. Mal keine 40 Minuten. Ich meine, er ist auch nicht so actionreich und so krass gewesen wie der letzte, aber kann ja nicht jeder Part so sein, wa? Man muss ja auch mal mit solchen Parts leben. Joa, finde ich gut. Macht Spaß. Ist ein schönes Projekt. Auf jeden Fall würde ich dann sagen, ich bin Xeano257. Das hier ist meine tolle Welt in Minecraft.
Und dann sehen wir uns im nächsten Part von dem Trashplay. Ciao, Leute.